Wenn man verstehen will, was unsere Gesellschaft technologisch voranbringt, ist es gut zu wissen, dass es genau drei Schlüsseltechnologien gibt. Das ist die Informatik, das ist die Biotechnologie und das dritte sind neue Materialien, neue Werkstoffe. Denn die Werkstoffe sind die Basis für die Hardware, die wir in allen Anwendungen brauchen. Ob es die Solarzelle ist, die Elektromobilität oder das neue Handy. Und wir entwickeln in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik neue Werkstoffe mit exakt funktionalen Eigenschaften. Wir stehen dabei ein bisschen auf der Brücke zwischen den Naturwissenschaften, Physik und Chemie, Biologie einerseits und den Ingenieurwissenschaften andererseits. Und jeder von uns entscheidet in seiner Tätigkeit, ob er, wenn es um Kunststoffe geht, eher Richtung Chemie geht, wenn es um Metalle geht, eher Richtung Ingenieurwissenschaften, Physik geht. Mit dieser Zuordnung können wir praktisch zielgerichtet, maßgeschneidert neue Werkstoffe entwickeln. Auf der Anlage können wir jetzt sehr automatisiert wohlgemerkt Oberflächen mit dem Laserverfahren DELIP so strukturieren, dass wir, egal für welche Anwendung wir es brauchen, auf allen festen Festkörperoberflächen, Metalle, Glas, Keramiken, auch Polymere, die Oberflächeneigenschaften so verändern können, dass wir entweder eine bessere Absorption von Licht, zum Beispiel auf Solarzellen, oder auch geringere Adhäsion von Bakterien. Reduzierte Anhaftung von Bakterien ist genau da sehr gut, wo eine Übertragung der Bakterien stattfinden kann, zum Beispiel auf Türgriffen oder auf Lichtschaltern in Krankenhäusern zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel, wenn man in der Nahrungsmittelindustrie schaut, an Filteranlagen oder Bereichen, wo sich Biofilme bilden können und dadurch den sicheren Betrieb der Anlage gefährden können. Genau da ist es auch gut, solche Oberflächen zu haben, dass sich die Biofilme dann nicht mehr bilden und ja, die Nahrungsmittel reiner bleiben oder die Systeme weniger stark verschleißen. Was wir hier intensiv untersuchen, sind auch neuartige Oberflächen. In der belebten Natur sind praktisch alle Oberflächen strukturiert. Ob das Hühnerei oder die Schildkröte an der Oberfläche. Und diese Strukturierung ist das Ergebnis von Evolution. Es ist kein Zufall. Also ganz grundsätzlich gilt, man kann Werkstoffe, Hochleistungswerkstoffe nur so gut entwickeln, wie man die einzelnen Mechanismen auf der Mikrometerskala, auf der Nanometerskala und heute eben auch auf der atomaren Skala sehen kann und dann auch verstehen kann. Wir sind heute hier in unserer Atomsonde. Mit diesem Großgerät können wir chemische Charakterisierung von Materialien bis auf der atomare Skala durchführen. Was wir zum Beispiel messen können in einer Aluminium-Ruthenium-Legierung sind einzelne Eisenatome, die auf der Grenze der Legierung sich setzen. Die Anwendungsbereiche für die Atomsondentomographie sind vielfältig. Zum Beispiel einige Anwendungsbereiche nah an der Industrie, wo wir arbeiten, sind Aluminium-Gusslegierung für Automobilteile oder verschiedene Sorte von Stähle, zum Beispiel hochlegierte Stähle, die Entwicklung von Nanopartikeln, die in Tinten benutzt werden, zum Beispiel, oder Solarzellen auch. So, die Sorte an Materialien, die man untersuchen kann, ist wirklich sehr breit. Was man hier sieht, ist die Oberfläche von einem Haar. Der Durchmesser ist ungefähr 50 Mikrometer. Und mit dem Ionenstrahl können wir in die Oberfläche eine feine Struktur reinschreiben, wie hier im Beispiel das Logo der Uni. Also das Gerät ist ein sogenanntes Focused Ion-Beam-Mikroskop. Im Prinzip so ähnlich wie ein Raster-Elektronen-Mikroskop. Nur zusätzlich haben wir die Möglichkeit, mit geladenen Atomen das Material abzutragen und so die Probe in kleinsten Dimensionen zu strukturieren. Wir arbeiten normalerweise mit metallischen Werkstoffen, aber prinzipiell können auch Keramiken untersucht werden, Polymerwerkstoffe. Wir hatten sogar schon Knochen zur Analyse. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Das Besondere an einer Universität und an diesen Labors ist, dass wenn Sie hier studieren, sind Sie nicht nur im Hörsaal, und Sie machen nicht mal ein Praktikum, sondern Sie im Rahmen Ihrer selbstständigen Arbeiten sind Sie Teil dieses Teams und Sie dürfen an all diesen hochtechnologischen Einrichtungen auch wirklich selbst arbeiten und Sie haben dann eben auch die entsprechende Expertise.